Hallo liebe Bundesliga-Fans, der 27. Spieltag steht vor der Tür und nach der langen Pause ist die Bundesliga wieder zurück. Der 26. Spieltag, ihr habt garantiert genauso mitgefiebert mit den Partien wie ich. Und obwohl ja keine Fans im Stadion waren, fand ich, konnte man sich die Partien trotzdem anschauen. Wir hatten viel, viel Action. Wir hatten ein spannendes, oder was heißt spannendes, wir hatten ein einseitiges Revierderby. Mannschaften, die stärker aus dieser Zwangspause, aus der Corona-Pause wieder zurückgekommen sind. Wir haben ja ein sehr souveränes Borussia Dortmund im Revierderby gesehen. Dazu stark Leverkusen, Gladbach stark. Alle Mannschaften vorne eigentlich gewonnen und sehr, sehr stark aus der Pause gekommen, außer RB Leipzig. Die hatten Probleme gegen meinen SC Freiburg und die hatten am Ende sogar Glück, dass das Tor in letzter Minute abseits gegeben wurde. Jetzt steht der 27. Spieltag vor uns, vor der Tür. Und ja, wir hatten sehr, sehr wichtige Partien, unter anderem eine krasse Partie. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. So ein bisschen das Topspiel dieses Spieltags. Alle anderen Mannschaften vorne haben eigentlich leichtere Gegner. Dazu haben wir den Abstiegskampf. Paderborn und Werder Bremen mittlerweile schon mit Abstand zu den Mannschaften davor, zu Mainz und Düsseldorf und den Mannschaften, die da noch sind. Das heißt, ein sehr, sehr spannender 27. Spieltag steht vor der Tür. Hier ist das Tippvideo und das Vorschauvideo zum 27. Spieltag. Mein Name ist Overskilled Gaming. Falls ihr mich noch nicht kennt und nicht abonniert habt, drückt den Abonnement-Button. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein ins Video. Let's go! Und am 27. Spieltag haben wir das erste Mal nach der Corona-Zeit wieder eine Freitagspartie und wir haben gleich ein richtig gutes Derby. Und zwar, ja, die beiden Hauptstadtclubs treffen am 27. Spieltag aufeinander. Hertha BSC empfängt zu Hause Union Berlin und das ist gleichzeitig noch so ein bisschen brisant, weil das gleichzeitig der Tabellen-11. Gegen den Tabellen-12. Ist und damit natürlich auch eine Partie, die der Sieger, ja, dann kann der Sieger sich ein bisschen nach oben orientieren, während ja der Verlierer weiterhin so ein bisschen im Mittelfeld vor sich hin dümpelt. Für Union Berlin muss man sagen, eine sehr, sehr gute Saison als Aufsteiger, sehr überzeugende Auftritte zum Teil. Jetzt am ersten Spieltag nach der fußballfreien Zeit auch ein guter Auftritt gegen Bayern München zu Hause. Ja, recht unglücklich muss man fast sagen, 2:0 verloren. Auf der anderen Seite ebenfalls gut gestartet, aber sogar mit einem Sieg Hertha BSC Berlin. Sehr, sehr souveräner Auftritt gegen die TSG Hoffenheim und daher auch mein Favorit, da sie auch zu Hause spielen, auch wenn wir jetzt natürlich das in die Tipps so ein bisschen einberechnen müssen, wie sich das alles auswirkt, dass da keine Fans sind bei Hertha zu Hause. Mein Tipp jedoch, und da muss ich es noch erwähnen, ihr seid natürlich wieder eingeladen in die Kommentare, eure Tipps auch zu schreiben. Ich will natürlich wieder lesen, was ihr über die Partien denkt. Mein Tipp für diese Partie, 2:1 Heimsieg für Hertha BSC Berlin. Unsere erste Partie am Samstag ist die Partie des Tabellen-7. Gegen den Tabellen-17. Und es ist die Partie SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Aber nicht so, wie wir es vielleicht am Anfang der Saison erwartet haben, dass hier der 7. Bremen den 17. Freiburg erwartet.
sondern mein SC Freiburg auf Tabellenplatz 7 in einer grundsoliden, eigentlich sogar sehr, sehr guten Saison empfängt ja das Krisenkind überhaupt der Bundesliga, den SV Werder Bremen, am ersten Spieltag jetzt nach der Pause 1:4 zu Hause gegen Leverkusen verloren. Eigentlich chancenlos gewesen, außer so ein bisschen in den ersten Minuten. Und ja, am Ende auch aufgegeben, mehr oder weniger keine Gegenwehr mehr gezeigt. Sehr, sehr besorgniserregend für Werder Bremen. Könnte mir vorstellen, wenn Hamburg nicht aufsteigt in dieser Saison noch, und auch bei Stuttgart sieht es im Moment so aus, als könnten die in der Liga bleiben, könnte es nächstes Jahr, wenn Bremen auch absteigt, eine sehr, sehr starke zweite Liga geben. In dieser Partie einfach aufgrund des Trends und weil Freiburg zu Hause gut spielt, sicherlich auch ohne Fans, glaube ich, dass mein SC Freiburg zu Hause gewinnt. Ein 3:1 Heimsieg bei Bremen, ja, die Krise ist einfach unfassbar da. Die Spieler waren verunsichert. Ab da, wo sie Gegentore kassieren, bricht Bremen eigentlich jetzt immer zusammen. Und wie ich schon vor der Krise seit Wochen gesagt habe, sie müssen sich einfach Gedanken machen, ob sie mit dem Trainer ja, in die zweite Liga gehen wollen, ob sie weitermachen wollen, den Rest der Bundesliga noch sind 7 Spieltage. Nach diesem jetzt, wo ich tippe, dass sie nicht gewinnen, also haben sie danach noch Chance auf 21 Punkte. Und damit kann man sich theoretisch locker noch retten und in der Liga halten. Zumal auch der Rückstand auf die Mannschaften davor, wie Mainz oder Düsseldorf, noch nicht so groß sind. Und auch die haben jetzt nicht unbedingt nach der Pause überzeugt. Bei Bremen muss ich auf jeden Fall dringend und schleunigst was tun. Bei meinem SC Freiburg ist sogar der Blick noch auf den einen Europa-League-Platz auf Platz 6 drin und dieser 3:1-Sieg hilft meinem SC Freiburg natürlich enorm. Nächste Partie und da geht es natürlich für eine Mannschaft schon um alles und zwar für den Tabellenletzten, den SC Paderborn. Meiner Meinung nach eines der Spiele oder ich glaube das letzte Spiel, was man jetzt gewinnen muss, das Endspiel, wenn man noch eine Chance haben will, irgendwie in dieser Liga zu bleiben. Weil zum einen ist es ein Heimspiel im eigenen Stadion und zum anderen kommt die TSG Hoffenheim und die ist schon vor der Krise nicht besonders gut in Form mehr gewesen und jetzt auch nach der Krise nicht stark in ja, diese dritte Saisonhälfte sozusagen gestartet. Daher mein Tipp, Paderborn muss sich durchsetzen, wird das allerdings nicht schaffen und damit sieht es mit dem Klassenhalt ganz, ganz eng aus. Ich glaube, die meisten sind sich jetzt einig, Paderborn wird die Liga nicht halten können, wieder in die zweite Liga absteigen. Sie holen einen Punkt gegen Hoffenheim, das ist mein Tipp. Allerdings ist ein Punkt in dieser Situation zu wenig. Mein Tipp für diese Partie, 1:1 unentschieden und damit können beide Teams, glaube ich, nicht so besonders gut leben. Nächste Partie, sehr, sehr interessant, der Tabellensechste VfL Wolfsburg empfängt ja die Schnellstarter nach der Pause von Borussia Dortmund, die aktuell Tabellenzweiter sind. Eine sehr, sehr spannende Partie, die viel verspricht. Dortmund im Revierderby überragend gewesen, Julian Brandt überragend gewesen und auch Erling Haaland hat die Form, die er nach seinem Transfer zu Dortmund gezeigt hat, sofort wieder bestätigt. Mit einem Tor, Brandt dazu im Mittelfeld, die Fäden gezogen für Borussia Dortmund, die damit zu Hause ohne Fans sehr, sehr gut gegen den FC Schalke 04 in diese letzte Phase der Saison gestartet sind. Auf der anderen Seite der VfL Wolfsburg spielt wieder konstanter, spielt eine konstante Saison und es zeigt sich auch in der Tabelle aktuell auf diesem 6. Tabellenplatz, der für die Europa League die Qualifikation bedeutet. Um diesen Platz spielen noch einige Mannschaften. Da ist es sehr, sehr eng. Davor die 5 Mannschaften, Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach und Leverkusen sind schon ein paar Punkte weg. Umso wichtiger ist es natürlich, dass Wolfsburg seine Punkte holt, um nicht von hinten eingeholt zu werden. Da hat auch der 1. FC Köln vielleicht noch eine Chance auf diesen Platz. Dazu Schalke 04 und mein SC Freiburg. Daher diese Partien sehr, sehr wichtig für den VfL Wolfsburg. Und ich glaube, der hat auch eine Chance da zu Hause gegen Borussia Dortmund, weil jetzt können wir die ganzen Witze bringen, für Wolfsburg ändert sich eh nichts, weil da sind sowieso nur noch 100 Leute im Stadion. Aber ja, realistisch gesehen glaube ich, dass Dortmund sehr, sehr gut drauf ist. Viele Spieler gerade in der Offensive sind sehr, sehr gut drauf. Sie waren sehr gefestigt, auch defensiv, gegen den FC Schalke 04.
Daher glaube ich, dass Dortmund auswärts gewinnen kann und gewinnen wird gegen den VfL Wolfsburg. Ein 2:1 Auswärtssieg. Dortmund bleibt damit an Bayern München dran, hält sich dann Gladbach, Leverkusen und Leipzig weiter vom Hals. Für den VfL Wolfsburg gilt es weiterhin in den nächsten Wochen konstant zu punkten. Kommen wir zu der Partie, die ich definitiv als das Highlight dieses Spieltags ansehe. Borussia Mönchengladbach empfängt zu Hause Bayer Leverkusen, die vor der Pause schon sehr, sehr gut in Form waren und auch jetzt nach der Pause super wieder herausgekommen sind mit einem überragenden Kai Havertz, der aktuell in der Rückrunde der beste Scorer der Liga ist, noch vor Erling Haaland zum Beispiel und vor Leuten wie Jadon Sancho und wie sie alle heißen. Das heißt, Havertz ist richtig on fire. Das ist Borussia Mönchengladbach. Aber auch alle noch in dem Bereich, dass sie auch um die Meisterschaft mitreden können, sollte sich der FC Bayern München irgendwelche Fehler, Fehltritte erlauben. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr spektakuläre Partie. Beide Mannschaften stehen für Offensivfußball und das werden wir in dieser Partie auch sehen. Ich sage es fallen 6 Tore in diesem Spiel, 3 auf jeder Seite. Beide Mannschaften verlieren Punkte ja, in diesem Rennen um die Champions League Plätze. Beide Mannschaften holen einen Punkt, am Ende 3:3 unentschieden zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an eines der Spiele dieser Saison. Das war das Hinspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Die höchste Niederlage des FC Bayern München der letzten Jahre mit 5:1 in Frankfurt. Gleichzeitig das Aus von Trainer Niko Kovac und damit ja der Wechsel zu Hansi Flick und damit zu einer ja sehr, sehr erfolgreichen Zeit in dieser Saison des FC Bayern München. Auf der anderen Seite für Frankfurt läuft es nach diesem sehr, sehr überzeugenden und super Sieg gegen den FC Bayern München auf einmal nicht mehr so. Das heißt, wir haben komplett andere Vorzeichen in dieser Partie und so glaube ich, dass der FC Bayern München, der jetzt zu Hause Frankfurt empfängt, am 27. Spieltag den Spieß umdrehen wird und selbst 5:1 gegen Frankfurt gewinnen wird. Bayern München rächt sich damit für die Schmach aus der Hinrunde. Die Mannschaft ist eine ganz andere. Die Mannschaft ist auch gut und souverän aus der Pause gekommen. Lewandowski wirkt sehr, sehr gut in Form nach dieser Pause. Genau aber auch wie die Außenstürmer. Alles wirkt sehr, sehr gut beim FC Bayern München. Hansi Flick hat mit der Viererreihe hinten, die sehr, sehr konstant spielt, auch seine Abwehrformation gefunden. Dazu hat Neuer den Vertrag verlängert. Das heißt, auch der wird in ja, guter Form sein, motiviert sein. Bayern München wird dieses Spiel gewinnen, die Tabellenführung behaupten. Und Frankfurt muss sehen, dass es nach unten hin nicht noch knapp wird, weil so viel Abstand in der Tabelle ist da gar nicht. In der nächsten Partie haben wir zwei Verlierer des 26. Spieltags gegeneinander. Auf der einen Seite den FC Schalke 04, schon angesprochen, sind nicht gut aus der Pause gekommen, haben nicht bereit gewirkt für das Revierderby, für die Partie gegen Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite der FC Augsburg, der eine dieser Mannschaften ist, die nur hoffen können, dass die anderen Mannschaften hinten noch schlechter spielen als sie selber. Nachdem Augsburg zwischendrin mal einen echt soliden Run hatte, der ihnen auch richtig Punkte gebracht hat und sie sogar auf Platz 11 gebracht hat, sind sie jetzt wieder ja, ganz knapp am Relegationsplatz dran. Das heißt für beide Mannschaften ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Schalke will noch um Europa mitreden. Augsburg will den Abstieg vermeiden oder auch Relegationsspiele gegen Mannschaften aus der zweiten Liga, die HSV oder VfB Stuttgart heißen könnten. Und da ist man natürlich als FC Augsburg auch nicht unbedingt dann der Favorit in der Relegation. Das heißt, eine sehr, sehr wichtige Partie für beide Mannschaften. Ich glaube, dass beide Mannschaften sich unentschieden trennen werden. 2:2 für Schalke zu wenig, für Augsburg gerade noch okay, wenn wir bedenken, dass Paderborn hinten schwach ist, Bremen schwach spielt seit Wochen und jetzt auch Düsseldorf und Mainz nicht unbedingt überzeugt haben in der ersten Partie nach der Pause. Wo wir gerade über Mainz reden, ist es auch die nächste Partie der FSV Mainz 05. Empfängt RB Leipzig
Und die waren natürlich am letzten Spieltag unzufrieden mit dem Ergebnis, mit dem 1:1 zu Hause gegen den SC Freiburg. Jetzt haben sie sofort die Chance, es besser zu machen bei Mainz 05. Und ich glaube, Leipzig wird sehr, sehr wütend in diese Partie gehen. Die werden viel Druck machen gegen Mainz. Mainz auf der anderen Seite letzte Woche mit dem frühen Rückstand beim ersten FC Köln. Aber die haben sich zurückgekämpft in die Partie und am Ende noch was Zählbares geholt. Diese Woche wird es allerdings deutlich schwerer für Mainz werden. Und ich glaube, dass sich wütende Leipziger 0:4, also mit 4 Toren, bei Mainz durchsetzen werden. Mainz muss weiterhin schauen, dass sie irgendwie die Punkte, die sie brauchen, zusammenkriegen, damit sie nicht auf den Relegationsplatz landen am Ende. Für Leipzig ein wichtiger Schritt in Richtung ja, Champions League Plätze und eventuell, ja, um noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitzureden. Ganz, ganz wichtige 3 Punkte an diesem Wochenende. Und zum Abschluss des Spieltags haben wir noch ein Derby, ungefähr genauso wichtig und nah zusammen wie das Hauptstadtderby der beiden Berliner Mannschaften, sind der erste FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf. Und ja, die Vorzeichen sind ziemlich unterschiedlich, obwohl sie während der Saison relativ gleich waren. Fortuna Düsseldorf spielt weiterhin gegen den Abstieg, gegen diesen Relegationsplatz. Und auf der anderen Seite der erste FC Köln, der lange Zeit hinter Fortuna Düsseldorf war, einen Spieltag lang sogar hinter Paderborn auf den letzten Platz zurückgefallen ist, danach aber eine super Serie gestartet hat, einen guten Trainerwechsel vollzogen hat und jetzt sogar die Chance hat, noch auf Platz 6 zu kommen und sich damit für die Europa League zu qualifizieren. Das heißt, auch in dieser Partie, sowohl für die Mannschaft im oberen Teil der Tabelle als auch die Mannschaft im unteren Teil der Tabelle, ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Beide Mannschaften brauchen die 3 Punkte. Köln vielleicht ein bisschen weniger als Düsseldorf, weil das eigentliche Saisonziel war Klassenerhalt und das sieht relativ gesichert aus aktuell. Auf der anderen Seite Düsseldorf würde die 3 Punkte sehr, sehr nötig haben, um an Mannschaften wie Mainz und Augsburg vorbeizuziehen zum Beispiel und natürlich auch um die beiden letzten Positionen in der Bundesliga, Werder Bremen und Paderborn, weiter zu distanzieren. Mein Tipp ist, dass Düsseldorf das nicht gelingt. Ich sehe aktuell Köln stärker. Die haben auch am letzten Spieltag eigentlich gut gegen Mainz gespielt, haben das Ding noch aus der Hand gegeben. Das wird ihnen diesmal nicht passieren. Köln schießt 3 Tore, Düsseldorf nur eins und so setzt sich Köln 3:1 durch in dieser zweiten Sonntagspartie. Das war's schon wieder mit der Vorschau und den Tipps zum 27. Spieltag. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Falls ihr das Video gut fandet, lasst mir ein Like da, nicht vergessen zu subscriben und eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Wir sehen uns schon am Montag wieder, dann die Tipps zum 28. Spieltag. Wir haben die erste englische Woche. Die Spieltage kommen jetzt nacheinander, Schlag auf Schlag. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiedersehen zu können. Bis dahin, mein Name ist Overskill Gaming. Ich bin raus. See ya!